Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Hofreiter, ich habe überhaupt nicht verstanden, worüber Sie eigentlich sprechen. Ich habe es wirklich nicht verstanden, weil die Themen, die europapolitisch wichtig sind, die diskutieren wir jede Woche hier im Parlament, diskutieren wir in den Ausschüssen. Und die Positionierungen, die die CDU-CSU-Fraktion vorgenommen hat, ist eine klar proeuropäische, weil wir ganz deutlich formulieren, wo die Themen sind, wo wir glauben, dass wir europäisch bessere Ergebnisse erreichen als alleine. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ja, das letzte Jahr war ein schwieriges. Wir haben auch Krisen und Herausforderungen. Sie haben den Brexit angesprochen. Zur Wahrheit gehört doch dazu, dass die Bundesregierung durch ihre Arbeit auch ermöglicht, dass die Brexit-Verhandlungen erstens gut angelaufen sind und dass wir vor allen Dingen eine Situation haben, die lautet 27:1, Geschlossenheit in Europa. Das ist der effektive Beitrag der Bundesregierung. Und da so zu tun, als würde sich die Union oder die Regierung in die Büsche zu schlagen, ist doch einfach erbärmlich, um Ihre Wortwahl zu wählen, lieber Herr Kollege Hofreiter. Ich glaube umgekehrt, dass wenn man in die Geschichte der Europäischen Union schaut, dass man dann feststellen kann, dass sie sich in den Krisen und aus den Krisen heraus entwickelt hat, dass sie üblicherweise es geschafft hat, aus den Krisen besser herauszukommen, als sie hineingegangen ist. Und wenn man sich ehrlich die Situation anschaut, dann ist es doch ein Zerrbild, nur von Problemen zu sprechen und die Chancen zu übersehen. Sehen Sie nicht, dass es da auch ein Momentum gibt, ein positives Momentum? Ich spreche mal von der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Wir haben Themen, bei denen wir erkennen, dass es einen europäischen Mehrwert gibt. Wir haben Themen, da können wir erkennen, dass es überhaupt keine nationalen Lösungen mehr gibt, sondern dass wir da zusammenarbeiten müssen. Und weil Sie natürlich ein ganzes Tableau von Themen aufgetischt haben, will ich heute nur zu einem sprechen. Nämlich ein Thema, von dem ich glaube, dass wir es nur gemeinsam lösen können. Und das ist die Bewältigung der Migrations- und Fluchtherausforderungen. Und da glaube ich, da brauchen wir in der Tat mehr europäische Zusammenarbeit. Und da müssen wir schauen, wie wir die Dinge hinbekommen, denn sie laufen derzeit nicht so, wie sie laufen sollen. Ich will ausdrücklich sagen, ich habe das auch gestern dem Staatsminister gesagt, ich halte es für richtig, dass man ein Stück weit vor dem Rat auch abstuft und abgrenzt und die Themen, von denen man weiß, dass man keine schnelle und einvernehmliche Lösung finden wird, vielleicht auch eher etwas zurückstellt, wie den gemeinsamen Verteilmechanismus in Europa und die Themen herausgreift, wo man auch tatsächlich Lösungen finden kann. Weil dieses Momentum, von dem ich vorher gesprochen habe, das setzt eben auch voraus, dass wir nicht einzelne Länder in Europa ausgrenzen, sondern das setzt voraus, dass wir gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft angehen und bewältigen. Und deshalb halte ich es für wichtig, hier nicht das Trennende herauszustellen, sondern ganz im Gegensatz das Gemeinsame. Wenn wir die Migrationsherausforderungen bewältigen möchten, dann reicht es nicht, den Blick auf das Heute und Jetzt zu werfen. Auf den Bürgerkrieg in Syrien, ein relativ kleines Land mit gut 20 Millionen Einwohnern. Oder auf die zweitgrößte Flüchtlingsgruppe aus Afghanistan, auch ein relativ kleines Land mit gut 30 Millionen Einwohnern. Die Herausforderungen der Zukunft werden auf dem afrikanischen Kontinent liegen. Da haben wir derzeit 1,2 Milliarden Einwohner. Zur Mitte des Jahrhunderts werden es 2,5 Milliarden sein. Und Ende des Jahrhunderts werden es 4 Milliarden sein. Und deshalb müssen wir uns darüber im Klaren sein, wie wir diese Herausforderung bewältigen können. Und wenn wir die Offenheit erhalten möchten, denen zu helfen, die unsere Unterstützung wirklich benötigen, dann setzt es auch voraus, dass wir unsere Grenzen kontrollieren und dass wir sicherstellen, dass diejenigen, die unberechtigt in Europa sind, auch tatsächlich wieder in ihre Herkunftsländer zurückgeführt werden. Dann bedeutet es, dass wir Fluchtursachen bekämpfen müssen. Dann bedeutet es, dass wir besser werden müssen als beispielsweise im Falle der Nigerianer. Da hat die Europäische Stabilitätsinitiative aktuelle Zahlen veröffentlicht. Das ist eine der größten Gruppen der Flüchtlinge aus Westafrika. Letztes Jahr 19.000 Nigerianer, die nach Europa gekommen sind.
520 sind als Flüchtlinge anerkannt worden, 4.200 haben subsidiären Schutz bekommen. Tatsächlich von den 14.000, die dann unberechtigt in Europa waren, sind 120 abgeschoben worden. Das funktioniert so nicht. Und deshalb müssen wir schauen, dass wir den Außengrenzschutz hinbekommen. Wir müssen schauen, dass wir das gemeinsam und europäisch machen. Wir müssen aber genauso schauen, dass die, die nicht bleibeberechtigt sind und eine solche Perspektive haben, nach Möglichkeit auch gar nicht nach Europa kommen. Dass wir Möglichkeiten finden, beispielsweise in Nordafrika, dass wir beispielsweise über eine gemeinsame Anstrengung an der Grenze zwischen Niger und Libyen nachdenken, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie wir die Probleme an der Wurzel packen, wenn wir konstatieren müssen, dass wir die Wirkungen am Ende kaum mehr im Griff haben. Genug zu tun. Ich glaube, die Herausforderungen sind riesig, aber gemeinsam werden wir das schaffen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Frey. Als nächster hat das Wort der Kollege Alexander Ulrich für die Fraktion Die Linke.